Go on and treat me like a human. Go on and treat me like a human, yeah. Give me your soul. Give me your soul. Work till you're gonna die. They always want you to comply. Just smile, be the good guy. No, liberate yourself and fly. Work till you're gonna die. Always want you to comply. Just smile, be the good guy. No, liberate yourself and fly. Ah. Give me your soul. Give me your soul. Work till you're gonna die. They always want you to comply. Just smile, be the good guy. No, liberate yourself and fly. Work till you're gonna die. They always want you to comply. Just smile, be the good guy. They'll make you work till you're gonna die. 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 Make you work till you're gonna die. Work till you're gonna die. Go and liberate yourself and fly. Hey. Servus miteinander und herzlich willkommen zu unserer Verleihung des Sepp Daxenberger Preises. Wir verleihen den Sepp Daxenberger Preis in diesem Jahr schon zum 6. Mal. Und ich freue mich sehr, dass wir auch dieses Jahr wieder einen beeindruckenden Preisträger mit 2000 Euro als Preisdotierung ehren können. Ich finde, Sepp Daxenberger ist aktueller denn je. Sepp Daxenberger hat schon 1996 eine Sensation geschafft. Er wurde damals zum ersten grünen Bürgermeister in Bayern gewählt. Er war zeit seines Lebens immer wieder Landtagsabgeordneter und zuletzt Fraktionsvorsitzender im Bayerischen Landtag. Außerdem war er 6 Jahre lang Parteivorsitzender der Bayerischen Grünen. Leider erlag er dann 2010 einer Krebserkrankung und verstarb. Wir haben ihm diesen Preis gewidmet und ich möchte es nochmal sagen, ich finde, Sepp Daxenberger ist aktueller denn je. Genau deswegen möchte ich auch als Nordschwäbin versuchen, direkt mit einem Zitat des Oberbayern Sepp Daxenberger einzusteigen. Er schrieb im oberbayerischen Dialekt in seinen Jugendzeiten folgenden Satz in einem Gedicht, das Der Wald hieß.
Hast schon einmal mit einem Bam geredet? Der weiß mehrer wie alle Lehrer miteinander. Schon früh hat Sepp Daxenberger also den Wald geliebt. Er hat von der Natur gelernt. Unsere Lebensgrundlagen zu erhalten, hier in Bayern den Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen, das hat ihn seit seines Lebens geleitet. Und es ist aktueller denn je. Starkregen, aber auch Extremhitze bedrohen unsere Lebensgrundlagen. Und deswegen ist es so wichtig, den Schutz auch anzupacken. Beim Schutz vor Waldbränden oder vor Sturzfluten, da geht es inzwischen um unsere Sicherheit, um die Sicherheit von uns Menschen. Sepp Daxenberger hat für den Erhalt der Lebensgrundlagen absolut leidenschaftlich gestritten und er hatte absolut beeindruckend, vor allem auch breit über die Parteigrenzen hinweg, Menschen in seinen Bann gezogen. Würde er noch unter uns weilen, würde sicher auch er heutzutage sagen, dass der Klimaschutz die Menschheitsaufgabe schlechthin ist und schnellstens angepackt werden muss. Blicken wir noch auf ein weiteres Zitat von Sepp Daxenberger aus seiner Zeit, als er Bürgermeister in Waging war. Er schrieb damals an die Gemeinde: Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft. Geben wir ihnen Freiräume und Geborgenheit, geben wir ihnen Achtung und Liebe, geben wir ihnen vor allem aber das, was wir alle brauchen, eine intakte Umwelt mit einem menschlichen Antlitz. Kinder und Jugendliche sind gerade jetzt in der Corona-Pandemie im Fokus unserer grünen Politik. Wir tragen weiter, was schon Sepp Daxenberger damals gesagt hat, nämlich, dass Kinder und Jugendliche weit mehr sind als SchülerInnen, die zur Schule gehen. Nein, sie haben es verdient, Zeit zu haben für die eigene Entwicklung, Zeit untereinander zu sein und Zeit vor allem eben auch, um Freizeit zu haben und Freiräume zu nutzen. Deswegen forderten wir von Anfang an, von Beginn der Pandemie, dass Kinderbetreuung ein Muss ist, dass Jugendämter erreichbar sein müssen und gut arbeiten können müssen, auch in einer Pandemie, dass vor allem auch die Jugendarbeit zuerst wieder öffnen können muss, vor die Erwachsenen in die Biergärten dürfen. Und wir bleiben auch jetzt mit Blick auf den Herbst dabei, dass Kinder und Jugendliche sicher vor Ort lernen können müssen in den Schulen und setzen uns deswegen für Luftfiltergeräte in allen Schulen ein, die der Freistaat komplett zahlen muss. Sepp, der schaute immer über den Tellerrand und zwar wirklich immer. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, eins zu sagen. Die Pandemie, die globale Pandemie, ist nicht vorbei, wenn hier in Bayern alle Menschen geimpft sind, wenn die Impfquote hoffentlich schnell nochmal höher wird. Nein, die Pandemie wird erst dann vorbei sein, wenn wir weiterhin daran arbeiten, dass wir solidarisch als Europa Impfstoffe in der ganzen Welt ermöglichen. Sepp Daxenberger hat dafür gekämpft, dass wir Grüne ein nicht mehr wegzudenkender Baustein und Bestandteil der bayerischen Politik werden. Das sind wir jetzt. Angetrieben hat ihn immer ganz, ganz klar die Überzeugung, dass wir Verantwortung übernehmen müssen. Und er hat die Verantwortung selbst ja auch in vielerlei Hinsicht übernommen. Inzwischen sind wir hier in Bayern mehr als 19.000 grüne Mitglieder, die Verantwortung übernehmen. Bei sich vor Ort, für die Natur, für unsere Lebensgrundlagen, aber ganz klar auch dafür, dass alle Menschen hier in Sicherheit und gut zusammenleben können. Ich finde das stark und freue mich riesig, dass wir so stark wachsen und so viele Menschen mit uns für Veränderung und für grüne Politik streiten wollen. Und ich bin mir sicher, wahrscheinlich hätte auch Sepp Daxenberger sich riesig über diesen Erfolg und dieses Wachstum gefreut. In den letzten Monaten haben uns
rund um den Sepp Daxenberger Preis ganz viele Zuschriften und Vorschläge erreicht aus allen Ecken Bayerns, wo Einzelpersonen, Initiativen und Organisationen vorgeschlagen wurden, um zu Ehren von Sepp Daxenberger den diesjährigen Sepp Daxenberger Preis zu bekommen. Dafür sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, vielen Dank, dass ihr so viele tolle Menschen für unseren Preis vorgeschlagen habt. Die Auswahl war nicht einfach, deswegen brauchten wir eine sehr, sehr kompetente Jury. Der Jury haben dieses Jahr angehört Katharina Schulze, unsere Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag, Theresa Schopper, Kultusministerin in Baden-Württemberg und langjährige Wegbegleiterin von Sepp Daxenberger, Felix Daxenberger, Sepps Sohn, Hans Well, auch ein langer Begleiter von Sepp und bayerischer Musikkabarettist, und Hans Schuirer als ehemaliger Wackersdorf-Landrat und unser letzter Preisträger aus dem Jahr 2019, sowie meine Person Eva Lettenbauer als Parteivorsitzende von uns Bayerischen Grünen. Wir haben es uns nicht einfach gemacht. Wir haben uns alle Vorgeschlagenen im Detail angeschaut und dann den Preisträger für dieses Jahr ausgewählt. Ich danke allen Jurymitgliedern ganz, ganz herzlich für das intensive Beschäftigen mit all den Vorschlägen und vor allem auch fürs Teilen von sehr persönlichen Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit Sepp. Jetzt wird's spannend. Unter dem Motto Verändern, um zu bewahren, verleihen wir nun den Sepp Daxenberger Preis 2021. Bei der heutigen Laudatio für den Sepp Daxenberger Preis 2021 von Bündnis 90 Die Grünen Bayern geht es ganz stark ums Thema Wind und ums Thema Klima. Die Klimakrise ist hier. Klimaschutz ist dringender und drängender als je zuvor. Das haben die Extremwetterereignisse gezeigt, tragisch und eindringlich, wie wir das nur befürchten konnten. Ob das in Bayern ist, im Westen Deutschlands oder rund um den Globus, wir müssen jetzt handeln. Uns allen ist klar, an konsequentem Klimaschutz führt kein Weg vorbei, wenn wir unsere Freiheit, unsere Sicherheit und unseren Wohlstand bewahren wollen. Klimaschutz gibt es aber nicht ohne zügige Energiewende. Und der Schlüssel zur Energiewende ist die Windenergie. Nur wenn wir Sonne und Wind kombinieren, nur dann gelingt der Umstieg auf saubere Energien. Wer erzählt, dass wir das mit Sonnenenergie alleine schaffen könnten, der verbreitet einen gefährlichen Unsinn, so wird Klimaschutz nicht funktionieren. Leider wird die Windenergie seit vielen Jahren blockiert und diffamiert. In der ganzen Bundesrepublik ist der Ausbau der Windenergie ins Stocken geraten. Insbesondere hier in Bayern mit der 10H-Regel wurden früher hunderte Anlagen pro Jahr gebaut, jetzt sind wir nahe bei null. Das ist ein ganz gefährlicher Trend, denn so gelingt konsequenter Klimaschutz nicht. Das war kein unerwünschter Nebeneffekt, dass der Ausbau der Energiewende durch die 10H-Regel gebremst wurde, sondern das war bewusst. Man wollte das ausbremsen. Und angeführt wurden dafür immer wieder die Argumente der großen Sorgen in der Bevölkerung. Aber schauen wir uns genauer an, woher diese Sorgen kommen. In meinem eigenen Heimatlandkreis steht nur ein einziges Windrad. Da wurde lange gekämpft dafür und es gab große Widerstände von einer lauten Minderheit. Es wurde sogar geklagt. Und inzwischen steht dieses Windrad und es dreht sich leise und still vor einem schönen Voralpenpanorama im Hintergrund der Wendelstein, bayerische Dörfer. Und ich erzähle das in dieser Deutlichkeit, weil ja auch der Landschaftsschutz immer wieder angeführt wird. Und heute verleihen wir den Sepp Daxenberger Preis. Sepp Daxenberger hat für den Erhalt der bayerischen Lebensgrundlagen, der wunderschönen Natur unserer Heimat gekämpft. Und Windenergie und Bayern, das passt zusammen. Wir hatten schon Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts zehntausende Windenergieanlagen allein in Oberbayern. Das war dafür da, um Wasser rauszupumpen, gerade bei den Gehöften. Dann kam irgendwann die Elektrifizierung.
Wasseranschluss, die sind wieder verschwunden aus dem Landschaftsbild. Aber das war lange Zeit normal und es muss wieder normal sein, dass wir viele Windenergieanlagen in Bayern haben, denn nur so gelingt uns der Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Mir macht dieser Anblick vom Windrad in Alxing immer Hoffnung. Hoffnung, dass es gelingen kann, dass wir mit der Klimawende, mit dem Klimaschutz vorankommen. Denn es macht auch Hoffnung, wie sich dort die Stimmung gedreht hat. Während der Wind weiterhin bläst, hat sich der Sturm der Entrüstung längst gelegt. Einer der lautstärksten Kritiker von damals, ein Anwohner, hat zuletzt in der Zeitung zu Protokoll gegeben, dass die Waschmaschine in seinem Keller deutlich lauter ist als das Windrad ein paar hundert Meter von seinem Haus entfernt. Da kommt ab und zu mal ein Rauschen rüber, wird rübergeweht, aber das ist nichts Großstörendes. Das ist ganz spannend zu sehen, dass die Akzeptanz steigt, wenn die Windräder einmal stehen. Wir hatten bei mir im Landkreis jetzt einen Bürgerentscheid für 5 weitere Windräder im Ebersberger Forst. Wir haben den mit einer deutlichen Mehrheit gewonnen. Und ganz besonders spannend war zu beobachten, dort, wo dieses eine Windrad schon steht, in den Gemeinden drumherum, da hatten wir die höchsten Zustimmungsraten, 60-70%. Das zeigt, kennen wir die Windräder, wissen wir, dass sie nicht schlimm sind, dass sie uns helfen und dann steigt die Akzeptanz. Was ich gerade erzählt habe, ist kein Einzelfall. Land auf, Land ab kämpfen Bürgerinnen und Bürger für Klimaschutz, oft gemeinsam mit fortschrittlichen Unternehmerinnen und Unternehmen. Sie wollen, dass endlich die Windenergie ausgebaut wird, dass da neuer Schwung reinkommt. Und sie kämpfen gegen große Sorgen, die von einer lauten Minderheit in die Diskussion gebracht werden. Und es sind leider häufig Falschnachrichten, mit denen diese Sorgen entzündet werden und weiter angefacht werden. Da werden große Ängste geschürt. Dabei ist Windenergie eigentlich eine der saubersten und effizientesten Möglichkeiten, wie wir erneuerbaren, sauberen Strom produzieren können. Das ist zum Beispiel die Flächeneffizienz. Wir können auf der Fläche von einem Windrad 1000-mal mehr CO2 vermeiden, als Wald an der gleichen Stelle binden könnte. Also sogar im Wald lohnt sich ein Windrad. Wir können, auch wenn wir es richtig machen, Thema Naturschutz, Thema Artenvielfalt, können wir auch dafür sorgen, dass Wind und Artenschutz Hand in Hand gehen, wenn man die richtigen technischen Vorrichtungen, Abschaltvorrichtungen und so weiter einbaut, dann funktioniert das gut. Eins der schwierigsten Argumente in der Diskussion um die Windenergie und viele, nicht nur ich, haben das vor Ort in den Diskussionen auch immer wieder erlebt mit der Bevölkerung, war das Thema Infraschall. Das klingt so bedrohlich. Man kann ihn ja nicht direkt wahrnehmen und er soll gesundheitsschädlich sein. Das macht Angst. Und mit Angst lebt sich's nicht gut. Dr. Stefan Holzer, unser Preisträger vom diesjährigen Sepp-Daxenberger-Preis, hat aufgeräumt mit dieser Falschnachricht. Das ist ein großer Verdienst. Er ist Geoökologe, arbeitet am Zentrum für Umwelt- und Klimaforschung an der Universität Bayreuth und er hat sich eine Studie angeschaut von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Und diese Studie war lange, lange im Umlauf und hatte einen 4000-fach höheren Wert für den Infraschallpegel angegeben, als tatsächlich der Fall ist. Und genau diese Studie wurde natürlich immer wieder von den Windkraftgegnerinnen und Gegnern herangezogen, um Windenergie, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu verhindern. Dieses Argument ist jetzt gefallen. Gesundheitsbelastung durch Infraschall kann natürlich nicht gegeben sein, wenn der überhaupt gar nicht in der Intensität messbar ist, wie das lange vorgegeben wurde. Und das war ein langer und steiniger Weg. Da hat es nicht gereicht, mal einen Brief hinzuschreiben und zu sagen, ihr habt euch verrechnet. Die haben das einfach ignoriert. Es musste ein breites Netzwerk aktiviert werden, in den Medien, in der Politik, damit irgendwann endlich diese Bundesanstalt, eine Anstalt von der Bundesrepublik Deutschland, diesen Fehler eingestanden hat und korrigiert hat. Und damit ist der Weg jetzt frei für mehr Windräder, für einen neuen Schwung in die Energiewende. Es hat sogar so weit geführt, dass sich am Ende Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier entschuldigt hat für diesen Fehler. Und ich bin dankbar, dass es diese Entschuldigung gab, aber es kann natürlich nicht zurückdrehen, dass wir 10 Jahre, 15 Jahre in der letzten Zeit viel Zeit verloren haben für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir müssen jetzt noch mit viel, viel mehr Tempo vorangehen. Herr Dr. Holzheu ist vielfältig engagiert, kommunalpolitisch bei Scientists for Future. Er setzt sich ein dafür, dass echter Klimaschutz gelingt. Und
Die Jury für den Sepp-Daxenberger-Preis hat hier eine einstimmige und starke Entscheidung getroffen für jemanden, der als Wissenschaftler quasi im Alleingang dafür gekämpft hat, dass die Wahrheit ans Licht kommt, dass ein Argument, das Angst und Sorgen macht, endlich zurückgefahren wird, dass wir Klimaschutz machen können. Und es zeigt einerseits, was auch, glaube ich, selbst Daxenberger immer wichtig war, dass Politik mit ehrlichen Argumenten geführt wird, mit guten Argumenten, die für alle nachvollziehbar und nachprüfbar sind. Das ist Wissenschaft per se. So muss Politik geführt werden. Und hier hat ein einzelner Mensch ganz viel bewegt im Willen zur Wahrheit und hier das Recht ans Licht zu bringen. Herr Dr. Holzheu hat auch geschafft, ein breites Netzwerk zu aktivieren und Verständnis für ein wirklich komplexes Thema zu schaffen. Ob das in den Medien ist, in der Politik, vom Landtag über den Bundestag, in der breiten wissenschaftlichen Community, dass hier Handlung angesagt ist. Wir können hier also jemanden ehren, der mit persönlichem Engagement wirklich Großes bewegt hat. Und das kann man gar nicht gering genug schätzen. Er hat Sichtbarkeit geschafft und es geht jetzt endlich wieder voran mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Natürlich insbesondere dann, wenn wir in der Bundestagswahl breite Mehrheiten für einen schnelleren Energiewendeausbau bekommen. Ulrike Gothe, unsere langjährige Landtagsvizepräsidentin, ist einerseits lange Wegbegleiterin von Sepp Daxenberger gewesen, aber auch von Herrn Stefan Holzheu. Und sie hat über ihn gesagt, er sei ein Kämpfer gegen Windmühlen, für Windmühlen. Und deshalb verleihen wir Grüne Bayern heute ihm den Sepp-Daxenberger-Preis, weil er für ehrliche Argumente in der Politik gekämpft hat und für den Erhalt der Lebensgrundlagen in Bayern durch eine konsequente Energiewende. Ich habe noch ein kleines Kind und ich glaube nicht, dass sich das in 10, 20, 30 Jahren mal beschweren wird, dass wir zu wenig gemacht haben beim Klima, zu viele Windräder ausgebaut haben. So rum. Sondern ich glaube, dass er sich beschweren würde, wenn wir zu wenige Windräder bauen. Und in diesem Sinne danke ich auch ganz persönlich für diesen Einsatz, weil es jetzt mit neuem Schwung losgehen kann. Und danke ganz herzlich für dieses Engagement und gratuliere zum Sepp-Daxenberger-Preis 2021 von Bündnis 90 Die Grünen Bayern. Herr Dr. Holzheu, ich möchte Ihnen gerne diesen Preis übergeben. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für Ihren Einsatz. Ich möchte Sie jetzt Ihnen hier die Möglichkeit geben, auch noch eine Rede zu halten. Vielen Dank. Ja, ganz großen Dank auch von mir für diesen Preis. Das ist eine richtig große Ehre für mich. Ja, Infraschall- und Windenergieanlagen ist wissenschaftlich betrachtet eine absolute Luftnummer. Ich sage immer, wenn man die Hand nur mal ein paar Zentimeter rauf oder runter bewegt, so wie ich jetzt, dann erfährt man mit seiner Hand einen stärkeren Infraschall als an einer Windenergieanlage in 200 Meter Entfernung. Das ist so schwach, das können wir nicht hören, noch weniger spüren und es kann überhaupt nicht in irgendeiner Form schädlich sein. Das ist der wissenschaftliche Konsens, aber trotzdem ist es Lobbyverbänden wie Vernunftkraft gelungen, genau mit diesem Argument, in dem sie wirklich sehr systematische Desinformation betrieben haben, im Infraschall ein sehr schlagkräftiges Argument gegen die Windenergie aufzubauen. Und mein Schlüsselerlebnis hatte ich 2020, als in der Nähe von Bayreuth ein Windkraftprojekt exakt mit dem Infraschall-Argument verhindert wurde. Und ich bin Umweltwissenschaftler und für mich war das wirklich ein Schock. Wir haben alle noch sehr gut die Sommer 2018 und 2019 im Kopf. Wir wissen, dass der Klimawandel drängender denn je ist. Ja, auch jetzt die neuesten Erlebnisse mit den Überschwemmungen, den Starkregen. Es zeigt einfach, dass wirklich im Bereich Klimaschutz die Zeit drängt und alle Experten sind sich einig, dass das ohne die Windenergie nicht funktionieren wird. Das heißt, die Windenergie ist eine unserer Schlüsseltechnologien und die wir unbedingt ausbauen müssen, um schnell rauszukommen aus Kohle, Öl und Gas. Und im Hintergrund ist es umso schwerer zu verstehen, wie man mit so einem Luftargument wie Infraschall, was nichts anderes sind als schwache Druckschwankungen, wie man mit so einem Argument so eine wichtige Zukunftsindustrie blockiert.
Als ich das damals miterlebt habe, 2020, habe ich beschlossen, dass Vernunftkraft und Co., dass die viel mehr Gegenwind von Seiten der Wissenschaft bekommen müssen. Ich bin also tätig geworden, habe zuerst selbst angefangen, Infraschall an Windenergieanlagen zu messen, habe dann auch ganz systematisch mir die Argumentation der Windkraftgegner angeschaut und dabei stößt man natürlich auch auf wissenschaftliche Publikationen und es waren mehrere wissenschaftliche Publikationen, die Fehler enthielten. Und eine von diesen Publikationen war die der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, kurz BGR. Die Pegel in dieser Arbeit waren um einen Faktor 1000 bis 10.000 über den Pegeln anderer Institutionen. Das ist physikalisch absolut unmöglich, denn so ein Infraschallpegel muss irgendwo erzeugt werden. Und für diese Pegel hätte man einfach 1000 bis 10.000 Windenergieanlagen an einen Ort gebraucht. Ich habe entsprechend den verantwortlichen Mitarbeiter der BGR kontaktiert, um diesen offensichtlichen Fehler zu klären. Doch der ganze Vortrag hat sich völlig anders entwickelt, als ich erwartet hatte. Statt einer schnellen Klärung wurde mehrmals versucht, die Diskussion zu beenden. Das hat sich über ein Jahr hingezogen und erst als dann der öffentliche Druck immer größer wurde, insbesondere weil sich immer mehr Wissenschaftler auch in die Diskussion eingeschaltet haben, hat es dann dazu geführt, dass dann die BGR im Frühjahr diesen Jahres die falschen Pegel zugegeben hat und entsprechend korrigiert hat. Rückblickend ist das Ganze ziemlich absurd. Erstens war der Fehler völlig offensichtlich. Er war mit dem Faktor 4000 extrem groß. Also die BGR hat in der Zwischenzeit zugegeben, dass es ein Faktor 4000 ist, exakt. Und wenn man sich die Rechnung anschaut, die Rechnung ist nicht sonderlich kompliziert. Ja, ich sage immer, man bringt es in einen Twitter-Tweet rein. Also das heißt notfalls sogar in eine Zeile. Und für diese eine Zeile hat die BGR ein Jahr gebraucht, um den Fehler zu finden. Es ist wirklich gut, dass der Fehler endlich korrigiert ist. Bundesminister Altmaier hat sich ja sogar öffentlich dafür entschuldigt und hat bei seiner Entschuldigung, und das fand ich auch wirklich gut, hat er auch wirklich auch betont, dass dieser Fehler Menschen geschädigt hat, weil sie sich grundlos Sorgen gemacht haben. Und wenn man sich Sorgen macht, dann ist es schlecht für die Gesundheit. Hundertprozentig erledigt ist das Thema immer noch nicht. Es gibt immer noch ein paar Windkraftgegner, die noch versuchen, mit diesem Thema Stimmung gegen die Windenergie zu machen. Doch zumindest, was mir so zugetragen wird von Menschen, die sich für neue Windkraftprojekte einsetzen, ist es schon so, dass es schwieriger geworden ist, mit diesem Argument noch bei der großen Masse der Bevölkerung zu landen. Seit ich mich jetzt auch öffentlich in diese Diskussion eingebracht habe, passiert mir natürlich auch das, was vielen anderen Menschen passiert, die sich in öffentliche Diskussionen begeben. Man bekommt Angriffe auf die eigene Person. Mir wurde unter anderem vorgeworfen, ich sei ein Windkraftlobbyist, hätte finanzielle Verflechtungen mit der Windkraftindustrie. Doch dem ist nicht so. Meine Motivation ist die Wissenschaft und die Aufklärung. Und ich sage auch kritische Dinge über die Windbranche. In den vergangenen Jahren hat auch die Windbranche durchaus große Fehler gemacht, indem zum Beispiel Projekte völlig gegen den Widerstand der Bevölkerung durchgesetzt wurden, dass Projekte gemacht wurden, die mit falschen Windgutachten gearbeitet haben, wo Anleger geprellt wurden. All das hat dazu beigetragen, dass auch so ein Luftargument wie Infraschall auf einen fruchtbaren Boden fallen konnte. Und wenn wir jetzt über einen Neustart der Windenergie nachdenken, dann ist es ganz entscheidend, dass das faire Projekte sind, wo die Bürger vor Ort mitgenommen werden. Und ich möchte wirklich nochmal ganz klarstellen, ich habe für meine Arbeit nie einen Cent genommen und das ist mir auch ganz wichtig, weil unabhängige Wissenschaft und unabhängige Presse sind das ganz entscheidende Rückgrat unserer Demokratie. Und darum werde ich auch den Sepp-Daxenberger-Preis jetzt nicht für mich verwenden, sondern ich werde den Preis zu 100% weiterreichen, und zwar an meine Wohnortgemeinde Haasdorf in Oberfranken. Ich bin dort seit 7 Jahren
im Gemeinderat. Und wir haben dort etwas geschafft, was ich mir auch für die große Politik wünschen würde. Wir haben es geschafft, einstimmig eine über alle Parteigrenzen hinweg eine Klimaschutzerklärung zu verabschieden, die konkret wird. Und als die größte konkrete Maßnahme sieht diese Klimaschutzerklärung vor, dass wir auf dem Gemeindegebiet nochmal 2 moderne Windenergieanlagen bauen wollen. Noch klemmt das Projekt ein bisschen, weil neben 10H gibt es noch das nächste Problem, das sind nämlich die Regionalpläne in Bayern. Das ist oft gar nicht so bekannt, aber wir werden versuchen, dass entsprechend der Regionalplan so fortgeschrieben wird, dass wir dann mit diesen Anlagen, dass wir diese Anlagen nicht bauen können. Klimaschutz ist nämlich einfach nicht rot oder grün oder schwarz. Ja, Klimaschutz ist eine gesellschaftliche Mammutaufgabe. Und deswegen werden wir in der Gemeinde Harsdorf diesen Sepp-Daxenberger Preis einfach für eine konkrete Klimaschutzmaßnahme einsetzen. Und deswegen möchte ich mich hier nochmal ganz herzlich bedanken für die Nominierung und für den Preis. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Thank you.
Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist mir jetzt eine narrische Freude und ganz, ganz große Ehre, dass ich ein Gespräch führen darf mit Dr. Stefan Holzheu, mit dem Sepp Daxenberg Preisträger 2021. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass da ein Schwabe sitzt neben einer Schwäbin, der in der Zwischenzeit natürlich weit weggezogen ist, nach Bayreuth in die Gegend. Und neben mir sitzt ein Mann, der, glaube ich, ziemlich viele Ähnlichkeiten hat mit Sepp, so wie ich Sepp Daxenberger auch kennengelernt habe. Ein kluger Mann, ein beharrlicher Mann, ein konsequenter, mutiger und sehr wahrheitsliebender Mensch. Und ich möchte mich herzlich bedanken, dass Sie heute hier sind, dass Sie den Preis angenommen haben, auch in Erinnerung an unseren Sepp. Und ein bisschen sind Sie schon auch für mich so ein David gegen viele, viele Goliaths unterwegs. Herr Dr. Holzheu, Sie haben Geoökologie studiert, Sie sind Umweltwissenschaftler. Wann und warum sind Sie damals auf so ein Studium gekommen? Ich meine, ich glaube, wir sind altersmäßig nicht furchtbar viel auseinander. Ich habe Theaterwissenschaft angefangen zu studieren. Sie sind Geoökologe geworden. Was war da der Grund? Ja, auch schon damals gab es Umweltthemen, die einfach spannend waren. Also damals war die Waldschadensgeschichte war sehr aktuell und die hat mich als Kind schon auch umgetrieben. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, ja, ich möchte mehr dazu lernen. Und darum habe ich, dann habe ich mal geguckt, was gibt es für Umwelt- und Naturwissenschaften, was kann man da studieren. Und dann bin ich irgendwann auf Geoökologie gekommen und bin auch sehr zufrieden eigentlich, dass ich das gewählt habe. Ja. Glauben Sie eigentlich, die Frage, die stelle ich mir wirklich ganz, ganz oft in diesen Tagen auch, wo die Welt ja wirklich förmlich brennt und wo die Klimakrise immer mehr zu einer Überlebensfrage geworden ist, waren wir damals laut genug? Haben wir das absehen können, Sie als Wissenschaftler vielleicht eher, aber waren wir laut genug, um zu warnen? Also ich verfolge das Thema ja schon lange. Also das war auch, als ich schon angefangen habe zu studieren, war der Klimawandel Thema. Also das gab es schon damals. Aber er war eigentlich immer lange Zeit auch für Wissenschaftler relativ weit weg. Mhm. Er hat gewarnt, aber dass das so schnell und so dramatisch werden könnte, glaube ich, ist von meinem Gefühl her, haben das die wenigsten Wissenschaftler vor 20 Jahren noch auf dem Schirm gehabt. Mhm. Und rückwirkend, klar, wäre es besser gewesen, wäre damals schon lauter gewesen, aber auch da ist man als Wissenschaftler einfach nochmal zurückhaltend, weil man sich eben nicht ganz so sicher war. Jetzt erinnere ich mich ja sehr an die Zeit, als es überhaupt noch keine Windräder gab. Und ich erinnere mich auch an die Kämpfe und Auseinandersetzungen in der ersten rot-grünen Bundesregierung mit Umweltminister Jürgen Trittin, als dann die ersten Windräder entstanden sind und die Debatten angefangen haben, auch schon damals natürlich die Kontroverse da war. Und Sie haben sich jetzt diesem Thema total verschrieben und haben sich sicher auch mit den Argumenten auseinandergesetzt, der Windkraftgegner. Und da war ja dieses berühmte Argument immer dieses Infraschall-Argument. So. Und jetzt kommen Sie auf einen Rechenfehler. Wie sind Sie denn auf den Rechenfehler gekommen? Sie haben in Ihrer Rede gesagt, eigentlich merkt man das, hätte man das schnell merken müssen. Aber wie kann es sein, dass das nicht gemerkt worden ist? Und wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, dass eine Bundesanstalt so einen Fehler machen könnte? Ja, also eigentlich bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass die da einen Fehler machen könnte. Also ich ging davon am Anfang auch davon aus, dass die Werte irgendwie stimmen. Ja. Aber wenn man eben anfängt, dann das systematisch sich anzuschauen, dann wurde irgendwann klar, dass da ein Fehler ist. Und wieso ich überhaupt drauf gekommen ist, ist einfach war der Effekt, dass ich festgestellt habe, dass das ein hochemotionales Argument ist für Windkraftgegner. Und auch ein sehr schlagkräftiges Argument, um Windkraftprojekte zu verhindern. Und ich habe mich einfach mal hingesetzt und habe einfach mal geprüft, was ist denn wissenschaftlich dran an diesem Argument. Und dabei kommt man eben dann, wenn man sich die Arbeiten eben dann genau anschaut, dann fällt einem eben auf, dass zum Beispiel diese Studie eben einen großen Rechenfehler drin hat. Jetzt kriegen Sie das raus und sagen als Wissenschaftler, ey, da ist ein, habt ihr euch echt verrechnet, um 4000, Faktor 4000, das ist ja ein ziemlich heftiger Rechenfehler. Haben Sie denn Dankbarkeit erfahren von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe? Eigentlich müssten die ja Gott froh gewesen sein, wenn diese
Anstalt sozusagen wissenschaftsbasiert arbeitet? Oder haben Sie vielleicht, wenn ich das jetzt sagen darf, auch die Erfahrung gemacht, dass da ziemlich viel Interessensgeleitetes unterwegs ist? Ja, ist immer schwer zu sagen, was die Motivation war, aber Fakt ist natürlich schon, dass die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoff jetzt nicht sehr schnell reagiert hat. Also sie hat auch mehrmals versucht, eben die Diskussion zu beenden. Sie hat nicht, es gab kein großes Interesse daran, den Fehler zu korrigieren. Und wenn ich wahrscheinlich nicht so vehement immer wieder nachgebohrt hätte und auch öffentlich nachgebohrt hätte, dann würden die den Fehler wahrscheinlich bis heute weiterhin vertreten. Also es ist nicht nachvollziehbar, dass das so lange gedauert hat. Aber was die Hintergründe sind, ist schwer zu sagen. Ein bisschen merkwürdig ist, weil Sie mir ja im Vorgespräch erzählt haben, dass es in Baden-Württemberg oder auch in Bayern andere wissenschaftliche Erkenntnisse gab, dass die dann nicht auf die Matte gekommen sind und gesagt haben, liebe Leute in der Bundesanstalt, euch ist da was passiert, aber so ist es eben jetzt gewesen. Sie haben es ja hingekriegt. Sie haben auch gesagt vorher, dass der Bundesminister Peter Altmaier in dessen noch bestehendem Ministerium die Bundesanstalt ja angesiedelt ist, dass er sich entschuldigt hat. Das ist ja mal ganz gut, dass er das gemacht hat, aber ehrlich gesagt, das kann ja nicht ausreichen. Und ich erinnere sehr wohl, dass es auch heftige Debatten gab jetzt in den letzten Wochen und Monaten, nicht zuletzt übrigens nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das ja der Bundesregierung gesagt hat, das, was ihr auf den Tisch gelegt habt, reicht nicht aus, um die Lebensgrundlagen zu schützen. Haben Sie denn erfahren, ob über die Entschuldigung hinaus es jetzt Veränderungen geben soll, was die Windkraft angeht, von Seiten des Bundesministeriums? Ja, also das ist, Peter Altmaier hat ja auch gesagt, er möchte diesen Vorgang aufarbeiten. Das hat er ja auch noch dazu gesagt, das war ja nicht so, dass er sich entschuldigt hat, sondern er hat gesagt, ja, dieser Vorgang muss aufgeklärt werden, wie das überhaupt so lange gehen konnte. Aber da ist eigentlich nichts zu sehen. Also da ist, sieht man, es ist selbst die jetzige Darstellung der Bundesanstalt für Geowissenschaften Rohstoff ist in meinen Augen immer noch nicht richtig. Also da sind immer noch Fehler drin. Und sie haben also nur genau das zugegeben, was wirklich nicht mehr zu halten war. Also für mich wirkt es schon ein bisschen so, dass Herr Altmaier zwar halt genau das wieder, wie er es oft macht, sich für irgendetwas entschuldigt, aber dass dann wirklich große Taten folgen würden, ja, die wir ja eigentlich faktisch wirklich brauchen. Ja, wir müssten jetzt mal schnelle Ausbau. Ja, da müsste auch von der Bundesgesetzgebung vielleicht auch mal was geändert werden, sodass auch wieder gute Windkraftprojekte auch möglich sind. Ja, da ist im Moment nichts zu sehen. Das muss eine zukünftige Bundesregierung ganz sicher ändern. Jetzt haben wir ja in Bayern einen neo-grünen Ministerpräsidenten, wenn ich das jetzt mal ein bisschen sagen darf. Ja, ich habe mir natürlich auch das Sommerinterview von Markus Söder angehört und jetzt will ich mal wirklich sagen, als Grüne, wenn der bayerische Ministerpräsident sagt, dass die Erderwärmung ein zentrales großes Problem ist und der Klimaschutz eine riesengroße Aufgabe ist, das ist schon mal gut, wenn er das sagt. Nur dann müssen natürlich Konsequenzen daraus gezogen werden. Und jetzt ist ja diese 10H-Regelung, die berühmt-berüchtigte in Bayern, ein wirkliches Problem, beziehungsweise wirklich eine der Ursachen, warum es in Bayern praktisch gar keine Perspektive gibt. Jetzt haben Sie die Fakten geliefert, die Gegenargumente für die, die in Bayern ja auch gedrängt haben, dass so eine 10H-Lösung gibt. Sehen Sie da irgendwelche Chancen, dass sich in der bayerischen Politik was ändert? Also ich glaube auch, dass sich irgendwann in Bayern auch was ändert in der Politik, weil man merkt schon auch, dass die Bevölkerung, also ich bin ja jetzt auch öfter an Gemeinden unterwegs, wo Windkraftprojekte geplant werden und das Blatt wendet sich langsam. Also auch die Bevölkerung vor Ort hat eingesehen, dass wir die Windenergie für den Klimaschutz brauchen und irgendwann wird es auch dann in die Politik reinkommen. Aber natürlich gibt es immer noch viele Windkraftgegner innerhalb wahrscheinlich auch der CSU und die immer noch auch sehr stark die Politik vorgeben. Wissenschaftlich betrachtet gibt es für 10H wirklich überhaupt keine Begründung. Also ich sage immer, das Einzige, was sinnvoll ist, ist eigentlich die Bundesemissionsschutzverordnung. Die muss eingehalten werden und irgendein anderer Mindestabstand ist bei der Windenergie wissenschaftlich nicht begründbar. Ja, man bewegt sich sozusagen, wenn man so einen Mindestabstand einführt, dann bewegt man sich außerhalb der Wissenschaft. Das muss man einfach so sagen.
Also dann hoffe ich sehr, dass das auch in der Staatskanzlei ankommen wird, was Sie da mit auf den Weg gebracht haben und dass endlich in Bayern auch die Hürden abgebaut werden, weil die Behauptung von Herrn Söder, wir hätten hier keinen Wind, das stimmt nicht. Ich glaube, ihm bläst im Moment der Wind schon auch ganz schön ins Gesicht. Und ja, und vielleicht, so. Ja, vielleicht sollte man auch noch ergänzen, die Windenergie ist einfach die billigste Form, im Winter regenerativen Strom zu produzieren. Man kann immer alles anders machen, aber man muss dann auch fair sein, muss den Leuten auch die Preise nennen, was, wenn man zum Beispiel nur auf Photovoltaik setzt und man muss einen gewaltigen saisonalen Speicher aufbauen, um im Winter eine regenerative Stromversorgung zu haben. Oder man muss Riesenleitungen bauen. Also das heißt, soweit müsste dann die Politik auch ehrlich sein und sagen, wenn wir die Windenergie nicht wollen, können wir machen, aber dann kostet es halt vielleicht dreimal so viel. Jetzt haben Sie vorhin was gesagt, was ich sehr erschreckend finde, aber was kennzeichnet ist auch für eine Grundstimmung in unserem Land, aber ich glaube sogar weltweit, dass Wissenschaft im Fokus ist von ganz vielen Wissenschaftsleugnern, Gegnern, dass im Zusammenhang mit Covid, mit den Impfgegnern, mit den sogenannten Querdenkern, bei den großen Demonstrationen, die es gegeben hat, ja große Plakate hochgehalten worden sind, wo zum Beispiel nicht nur Frau Merkel oder Frau Roth oder so, das bin ich ja gewöhnt, in Sträflingsklamotten abgebildet wird, wo zum Beispiel Dr. Droste, also ein Virologe, als Wissenschaftler an den Pranger gestellt wird. Sie haben gesagt, dass Sie auch beschimpft worden sind, auch vielleicht sogar bedroht worden sind. Was passiert da gerade? Was ist da, was geht da ab? Was ist da los? Warum ist Wissenschaft so bekämpft und wird so angegriffen? Und wie erleben Sie das? Also ich selber muss sagen, ich habe bisher, ich habe ein paar natürlich böse E-Mails bekommen von Windkraftgegnern, die das nicht toll fanden, was ich erzählt habe, die mich immer irgendwie erzählen wollten, wo ich falsch liege, aber überzeugend, das kam noch nicht drüber. Oder auf Twitter wurde ich öfter auch natürlich angegriffen. Aber insgesamt hält sich bei mir wirklich noch in Grenzen. Aber ich kenne natürlich von anderen Wissenschaftlern insgesamt, die noch mehr im Fokus sind. Zum Beispiel Ramsdorf ist natürlich auch einer, der sehr sich für den Klimaschutz einsetzt. Und da, der kriegt noch viel heftigere Angriffe. Und das ist wahrscheinlich einfach, ja, diese Desinformation, die sich leider inzwischen viel leichter verbreiten lässt. Und das führt auch zu einer Aufwiegelung von der Bevölkerung. Und die Bevölkerung kann, glaube ich, einfach viele Informationen gar nicht mehr so systematisch verarbeiten und kann gar nicht mehr erkennen, dass es die Wissenschaftler nichts im Schilde führen. Ja, also ich meine, das war ja auch dieses Zitat von Armin Laschet, wo ich mir schon sehr viel Sorgen gemacht habe, wie kann man sich nur hinstellen und sagen, ja, was ein Wissenschaftler im Schilde führt. Also ich kenne sehr viele Wissenschaftler, die führen, 99% der Wissenschaftler führen nichts im Schilde, die wollen nur die Wahrheit und die Aufklärung. Das ist unser Anliegen. Und das wollen wir verbreiten. Und dann gibt es sicherlich ein paar schwarze Schafe unter den Wissenschaftlern, die auch Desinformation betreiben. Aber der absolute Großteil der Wissenschaftler ist nicht so und der führt nichts im Schilde. Und dazu das sollte auch die Politik wirklich aufpassen, dass das auch klar kommuniziert wird und nicht solche Falschstatements dann irgendwo stehen bleiben. Also ich kriege das ja mit, ich präsidiere ja relativ oft im Deutschen Bundestag und ich kriege natürlich mit, dass gerade von der AfD eine systematische Wissenschaftshetze betrieben wird. Hetze gegen die Wissenschaft, gegen die Freiheit der Wissenschaft. Und dass ausgerechnet der Kanzlerkandidat der CDU/CSU dann sich auf die AfD bezieht, ist wirklich atemberaubend gefährlich. Ich habe in der Schule, ich habe mich gern immer mit Theaterstücken auch beschäftigt und wir haben in der Schule tatsächlich uns mit den Physikern auseinandergesetzt. Ein wunderbares Theaterstück von Dürrenmatt und da geht es ja um die Verantwortung von Wissenschaft. Sie haben gesagt, Wissenschaft will Wahrheit finden. Ist es nicht wichtig, gerade in diesen Zeiten, gerade in der heutigen Zeit, dass Wissenschaft rausgeht, auch ein Stück weit aus dieser Zitadelle, aus diesem Turm und gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Sie sind bei Scientists for Future. Wie würden Sie die Rolle der Wissenschaft in dieser Zeit, wo zum Beispiel die Klimakrise die Überlebensfrage geworden ist, beschreiben?
Ja, definitiv. Die Wissenschaft muss rausgehen aus dem Elfenbeinturm. Wir müssen in die Bevölkerung reingehen, wir müssen Vorträge halten, wir müssen mit den Leuten reden. Das ist ganz entscheidend und auch etwas müssen wir auch lernen. Ich habe es mal so formuliert, wenn die Wissenschaft sagt, wir sind uns sehr, sehr sicher, dann wird es oft schon falsch verstanden. Dann kommt einer und sagt, ach, die Wissenschaft hat noch Zweifel. Das heißt, wir müssen auch klarer kommunizieren, als wir es innerhalb der Wissenschaftscommunity machen. Das heißt, wenn wir sehr sicher sind, dann sage ich nicht bloß, wir sind uns sehr sicher, sondern es ist so. Ja, also das ist manchmal eine Gratwanderung natürlich, aber dieses klare Kommunizieren, das müssen wir ganz klar und deutlich, dass eben nicht noch in irgendeine Aussage, in die Unsicherheit hinein interpretiert wird, wenn es eigentlich vollkommen klar ist. Eva, unsere Landesvorsitzende, hat vorher etwas, glaube ich, sehr Wichtiges gesagt. Sie hat gesagt, dass wir uns nicht nur auf uns hier fokussieren, sondern dass wir sozusagen die Welt nicht ganz vergessen. Und wir leben ja in einer Zeit, wo es so Battle gibt zwischen der Demokratie als Form und Autokratien. Und was wirklich erschütternd ist und sehr beunruhigend ist, dass gerade in Zeiten der Covid-Pandemie im Windschatten in autoritären Staaten oder in autoritär regierten Staaten auch massiv Repression gegen die Wissenschaft passiert ist. Da brauche ich gar nicht mich an die Trump-Zeit erinnern oder nach China gucken. Ich kann auch nach Ungarn schauen, wie zum Beispiel Genderwissenschaften verhetzt worden sind, sogar eingestellt worden sind. Scientists for Future ist eine internationale Initiative. Ist Ihnen das auch ein Anliegen, sozusagen die Demokratie dadurch zu stärken, dass wir die Freiheit der Wissenschaft als ein Kernelement von Demokratien wahrnehmen? Ja, definitiv. Also ich muss ja auch wirklich, ich betone auch immer wieder, wie toll das hier ist, hier in Deutschland leben zu können, wo man auch einfach ganz, ganz offen auch seine Meinung sagen kann. Ich durfte eine Bundesanstalt im Endeffekt frontal auch kritisieren, ohne dass ich bisher Repressionen in irgendeiner Form bekommen habe. Klar, wurde mir schon auch mal mit der Rechtsabteilung gedroht, aber alles im Prinzip harmlos im Vergleich zu dem, was in anderen Ländern abgeht. Aber das muss uns auch bewusst sein und wir sollten auch wirklich alles dran setzen, dass wir das erhalten, ja, dass wir das nicht gefährden, weil es ein ganz, ganz hohes Gut ist in unserer Demokratie. So, wir sind jetzt leider schon am Ende unseres kurzen Gesprächs. Ich könnte es ewig mit Ihnen weiterführen, weil das letzte Thema auch etwas ist, was ich zusammen mit der Alexander von Humboldt Stiftung, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, immer wieder überlege, wie kämpfen wir für die Freiheiten und dazu gehört eben auch die Freiheit der Wissenschaft. Wir hatten Ihnen ja versprochen, dass Fragen, die bei uns eingehen, beantwortet werden. Das können wir jetzt leider nicht mehr direkt leisten, aber selbstverständlich, lieber Christian, wirst du eine Antwort bekommen auf deine Frage, wie man Windkraft mit dem Schutz von Fledermäusen verknüpfen kann oder wie das eben nicht so etwas ist, was die Windkraft unmöglich macht, wenn man Fledermäuse schützen will oder wie man die Akzeptanz für die Windräder erhöhen kann. Ihr werdet Antworten von uns bekommen. Ich bedanke mich nochmal bei unserem wunderbaren Preisträger und wünsche Ihnen alles, alles, alles Gute und bin extrem gespannt, wo der nächste Rechenfehler auftauchen wird, den Sie finden werden. Alles, alles Gute. Ja, danke fürs Gespräch. Vielen Dank euch und Ihnen allen fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Das war's, unsere Verleihung des Sepp Daxenberger Preises 2021. Vielen Dank an Claudia Roth fürs Dabeisein und die Unterhaltung mit unserem Preisträger Dr. Stefan Holzheu. Ganz herzlichen Dank auch für die musikalische Umrahmung an Cells in Begleitung von Hendrix. Vielen Dank, dass ihr und sie heute mit uns diesen Preisträger 2021 gefeiert haben und auf das so wichtige Thema Freiheit der Wissenschaft und Fakten vor Fake News geblickt haben. Ich wünsche einen schönen Abend.
It's Corona time, and we've never been so lonely. It's Corona time, and we stuck at home. Oh no, our kids can't go to school, and we've never been so bored. They've been treating us like fools, and we've lost our faith in God. No, our kids can't go to school, and we've never been so bored. They've been treating us like fools, and we've lost our faith in God. Yeah. Please be gone, Corona, Corona, please be gone. Please be gone, Corona, please be gone. Please be gone. Vielen Dank, mein Name ist Sels und ich wurde heute begleitet von Hendrix. Thank you.